Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, Raven ist ausgelevelt und deswegen habe ich jetzt Red Phantom dabei. Red Phantom wird uns wahrscheinlich erstmal nicht lange begleiten, aber ja, er sollte auch auf jeden Fall mal in ein paar Folgen dabei sein. So, Edfield, jetzt lauf nicht weg. Wir wollen hier weitermachen. Wir haben ihm letztes Mal ja für seine Spezialsoße Holz geliefert und wer weiß, was er jetzt noch haben möchte. Nun gut, dann wollen wir jetzt Spezialsoße kochen. Pass auf, alles in den Mixer. Hopp, etwas Salz. Hepp, eine Handvoll Steinchen. Oh, hab eine Flasche Orangensaft. Und zum Schluss, hopp, eine halbe Tube Zahnpasta. Oh Gott. Mischen, mischen, mischen. Fertig. Yay, gib Idris die Flasche mit Edfields Spezialsoße. Ja, okay. Hauptsache, wir sind sie ganz schnell wieder los. Tschüss. Oh, ich weiß nicht. Oh, Zahnpasta auch noch. Na gut, dass das niemand trinken oder essen möchte. Eieiei. Ja, es gibt spezielle Geschmäcker. Ach so, ja, da muss ich auch noch weitermachen. Hier die Risse schließen. Sehr schön, dann weiß ich schon mal, dass hier oben und da hinten ist gleich der nächste. Da drüben ist auch noch einer. Sehr schön. Machen wir das dann gleich mal. Die magische Kraft wächst. Ja, sieht natürlich dann mit meinem T-Shirt jetzt nicht so schön aus. Aber sehen wir den Guten nochmal. Und das, obwohl wir bei Idris stehen. Aber er steht ja sowieso auf Magie, von daher kein Problem. Sieh an, eine Flasche mit Edfields Spezialsoße. Dann schau her. Hokus. Ja, Hokus. Keine Ahnung, was passiert, aber... Nee, ist immer noch klein. Fidibus, jetzt habe ich die Spezialsoße in das magische Pulver gerührt. Spürst du die Kraft? Die magische Kraft? Verstehst du, was du jetzt machen musst? Genau, schmiere den magischen Schleim auf dem Minitransporter dort hinten. Tritt einen Schritt zurück und zähle bis drei. Mehr sage ich nicht. Boah, 250 Münzen. Ja, gerne. Ja, da gut, dafür schmieren wir auch den Transporter mit etwas... Oh, das sieht nicht aus wie Schleim. Oh mein Gott, nee, ich weiß nicht. Alles ist pink. Und, way, das ist riesig. Also, was heißt riesig, aber passend. Cool, dann haben wir jetzt hier noch einen Transporter stehen. Den können wir bestimmt gleich mal benutzen. Je nachdem, wo wir hin möchten. Also Lucy, hier bei Idris Zirkus kann wirklich alles passieren. Jetzt kannst du den Transporter so oft benutzen, wie du willst. Wir sehen uns bald. Gib deinen Freunden auch Bescheid, dass es hier jetzt einen Transporter gibt. Alle sind bei Idris magischen Zirkus willkommen. Okay, jetzt gibt's ja nichts mehr. Ja gut, der Transporter ist da. Dann würde ich mal sagen, nutzen wir den doch gleich mal. Oh, jetzt habe ich nicht mehr geguckt, aber ich glaube, Linda war noch in der Bibliothek. Ja, der Grund, warum Raven schon ausgelevelt ist, ist nicht der, dass ich jetzt besonders schnell war beim Leveln, sondern einfach der, dass ich einige Tage jetzt nicht mehr aufgenommen habe. Sagen wir es mal so. Und dann immer nur mal so ein paar Minuten, weiß nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde am Leveln war. Weil Aufnahmen nicht möglich waren, weil ich es nicht mag, wenn... jemand anders noch mit im Raum ist und ich dann hier ins Mikrofon spreche. Das, ja, ich weiß nicht. Finde ich nicht gut, außerdem sind dann immer mal wieder so Hintergrundgeräusche mit drauf und deswegen lasse ich das lieber. So, Linda, sehr gut. Ich hoffe, sie hat was gefunden. Ich glaube, ah genau, die schlafende Witwe war das hier, ne? Ken, ich habe die ganze Nacht gesucht und ich glaube, dass ich wichtige Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert gefunden habe. Hör zu. Ja. Die Legende um die schlafende Witwe ist sehr alt. Als das Licht Aidins Leben auf die Insel brachte, wurde eine Handvoll Lebenswächter erschaffen, die das Vergehen auf der Insel überwachen, die das Vorgehen auf der Insel überwachen und die das Leben beschützen sollten. Sie sollten außerdem vor Gefahr für die Flora und Fauna der Insel warnen. Diese Lebenswächter wurden in Form von Bäumen zum Leben erweckt und sollten auf ewig in Jorvik sein. Die Bäume wurden von den Menschen entdeckt und zuerst respektiert. Die Menschen verstanden, dass die Bäume alt waren und Respekt verdienten. Die Menschen nannten diese Bäume Bäume der Ewigkeit. Aha. Da ist das wohl ein Baum der Ewigkeit.
Die Bäume der Ewigkeit hatten unterschiedliche Erscheinungen und waren sehr kraftvoll. Heute schlafen die meisten dieser Bäume. Sie schlafen, sie sind müde und ausgemergelt, geschwächt durch die Ausbeutung der Natur. Man sagt, dass die Wurzeln der Bäume ganz Jorvik durchwachsen und dass alle Bäume durch die Wurzeln miteinander verbunden sind, um miteinander kommunizieren zu können. Krass, oder? Wie ein antikes Internet oder so. Hörst du noch zu? Ja, wir hören noch zu, Linda. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Du musst unbedingt zuhören. Wir kennen einen Baum der Ewigkeit und er steht an der Spitze des Vogelscheuchenbergs. Wie uns die Legende des goldenen Apfels bereits gelehrt hat, haben die Hexen einige der Bäume zerstört. Sie zerstören jedoch nur die Bäume, die goldene Äpfel trugen. Die anderen Bäume blieben verschont. Okay. Laut einiger der Schriften Laut einiger der Schriften haben ein paar nette Hexen Bündnisse mit den Bäumen geschlossen, um ihre magischen Kraft zu verstärken. Es soll noch ein halbes Dutzend Bäume der Ewigkeit geben. Es könnte auch mehr sein. Einer der Bäume, der erwähnt wird, heißt die schlafende Witwe. Um das zu verstehen, müssen wir in der Geschichte weit zurückgehen. Damals waren die vergessenen Felder ein dichter Wald, genauso schön wie das Grüntal. Der Wald wurde von zwei Bäumen der Ewigkeit beschützt, einem glücklichen Paar. Alles war gut. Sie waren glücklich miteinander und der Wald war gesund, bis Jarlaheim erbaut wurde. Oh oh, als Jarlaheim gebaut wurde, ist ein großer Teil des Waldes abgeholzt worden. Die wachsende Bevölkerung machte dann mit dem Abholzen weiter, um Brennstoff und Baumaterial zu gewinnen. Bald folgt der Bau des Jorvik-Stalls, um die Pferde des Grafen zu behausen. Uiui, das hört sich nicht gut an. Der Wald wurde mehr und mehr zerstört. Bald gab es so viel freie Fläche, dass die Pferde des Grafen eine neue Koppel zum Rennen und Grasen hatten. Die Gier der Menschen ließ sie blind werden und so eines Tages wurde eines Tages einer der Bäume der Ewigkeit gefällt. Dies war ein großer Fehler, der nicht rückgängig gemacht werden konnte. Der übrig gebliebene Baum der Ewigkeit verfiel in Gram und fühlte sich einsam. Sie verlor ihren Willen zu leben. Durch ihre Trauer und die Habgier der Menschen ist der Wald bald darauf gestorben. Oh. Jahrhunderte vergingen und der Baum der Ewigkeit wurde immer einsamer. Manchmal konnte man ihr Weinen im Wind hören. Ein Jammern, das zwischen den Bergen verzweifelt umherwandert. Zurück blieb ein einsamer Baum der Ewigkeit und die vergessenen Felder. Aha, ja, und da hinten steht der andere Baum. Aber ich dachte, die haben alle Kontakt zueinander, dann wäre sie ja gar nicht so einsam. Auch wenn es natürlich echt blöd ist, wenn sie ihren Partner verliert. Der Ort wurde die vergessenen Felder genannt, als die Pferde des Grafen nicht länger im Jorvik-Stall benötigt wurden. Der verlorene Wald und die Pferdeweiden wurden vergessen und haben seitdem keinen Verwendungszweck mehr gefunden. So viel Trauer ausgelöst durch so einen kurzen Moment in der Geschichte. Man sagt, dass das Weinen des Baumes der Ewigkeit nicht mehr gehört werden kann. Der Baum hat nicht zu weinen aufgehört, weil er nicht mehr trauert, sondern weil er vor Erschöpfung nicht mehr kann. Der Tod steht bereits mit einer Sichel hinter ihr, wenn er sie nicht bereits mitgenommen hat. Mit diesem Wissen ist es eigentlich klar, dass der Baum in der südwestlichen Ecke der vergessenen Felder der schlafenden Witwe sein muss. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das mit Lisas Aufenthalt in Pandoria zusammenhängt. Wenn sie jedoch sagt, dass der Baum geweckt werden muss, dann versuchen wir es mal. Ich hätte ja versucht, nach Pandoria zu gelangen, um sie zu retten. Doch das ist sehr riskant. Abgesehen davon ist es unmöglich, zurückzukehren. Wie weckt man nur einen magischen Baum der Ewigkeit auf? Ja, sehr gute Frage. Eine ergreifende Geschichte. Der arme Baum der Ewigkeit. Oh ja. Oh je. Ja, das hätte echt alles nicht sein müssen. Sprich am besten gleich mit Elisabeth. Es scheint so, als dass man den Baum der Ewigkeit, die schlafende Witwe, nicht einfach so wecken kann. Wenn man jemand weiß, wie man einen schlafenden Baum weckt, dann Elisabeth. Und du, Lucy, ich habe das Gefühl, dass du bald Verwendung für Aidins Fragment des Lichts bekommst. Wenn du es nicht sowieso schon dabei hast, solltest du es jetzt in deinen Rucksack packen und dann sofort zu Elisabeth reiten. Viel Erfolg. Haben wir das dabei? Ist das das? Ja. Gut. Ich sollte vielleicht meinen Rucksack mal wieder ein bisschen aufräumen. So. Kleiner. Ja, das war ja eine nicht so schöne Geschichte.
Tja, dann waren die vergessenen Felder also eigentlich mal Wald. Das ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Auf nach Veildale. Schnell zu Elizabeth. Tja, wie soll man denn bitte einen Baum auch wecken? Ich weiß es nicht. Gießen? Vielleicht? Wäre aber auch ein bisschen komisch, oder? Tja. Was für eine Geschichte. Was für ein Handlungsverlauf. Wir müssen die schlafende Witwe retten, damit sie uns bei Lisas Rettung helfen kann. Wenn Lisa sagt, dass sie helfen kann, müssen wir es versuchen. Falls es nicht funktioniert, müssen wir uns etwas anderes ausdenken. Vielleicht erstrecken sich die Wurzeln des Baums der Ewigkeit weiter, als man sich vorstellen kann. Wie auch immer, ich kenne zwei Dinge, die diesen Baum genug schütteln könnten, um ihren neue Energie zu geben. Der Baum braucht Licht, Kraft und Wasser. Du musst drei Dinge erledigen. Aha. Eins, fülle eine Flasche mit den Tränen Aidins. Du weißt schon, der Tau auf den Blumen Aidins, die hier wachsen. Zwei, lade das Fragment des Lichts auf. Hier an den Runen, ach so, hier an den Runenstein auf. Du musst das Fragment dafür dabei haben. Das haben wir ja damals schon geguckt. Und wenn du es nicht im Rucksack hast, ja, dann ist es in deinem Heimatstall. Du kannst es nicht verloren haben. Es ist auf jeden Fall noch in deinem Besitz. Nummer drei, du musst den Baum mit der ewig energiegeladenen Fragment erleuchten und mit den Tränen Aidins gießen. Diese Aufgabe müssen in der Nacht durchgeführt werden. In der Nacht wird die Magie nicht vom Tageslicht gestört. Die Kraft Aidins ist dann viel stärker. Was bitte? Wir müssen heute Nacht wiederkommen? Na, das ist ja. Na gut, wir sammeln jetzt erstmal die Tränen. Nimm diese lila Flasche in Form einer Träne, um so viel Tau wie möglich darin zu sammeln. Du musst den Baum der Ewigkeit, die schlafende Witwe, damit gießen. Und dann machen wir das auch gleich noch, oder? Nimm den Runenstab und reite zu dem Runenstein hinter dem Haus. Dort kannst du das Fragment aufladen. Gehe wie folgt vor. Benutze den Runenstab zusammen mit dem Runenstein der Sonne. Lege dann das Fragment auf den Runenstein, um Energie fließen zu lassen. Wenn das Fragment nicht in deinem Rucksack ist, ja. Ein weißer leuchtender Stein. Ich weiß, dass es sich doch noch in deinem Besitz befindet. Ja, ist okay. Wir wurden jetzt. Du wirst ein Dienstlichtfragment brauchen. Stelle sicher, dass du es in deinem Rucksack befindest. Wenn du es nicht finden kannst, schau in deinem Heimatstein nach. Das Item kann weder gelöscht werden noch verloren gehen. Ja, also wir wurden jetzt viermal darauf hingewiesen, dass wir dieses Fragment brauchen. Ist natürlich schon heftig. Oh, ne. Neuer Hanno. Ach ja, die sind so schick. Oh je. Ach so, nee, Runenstab, ne? Jetzt mache ich es doch wieder falsch. Aber wir haben das Fragment immerhin dabei. Sieht auch interessant aus. Ist das jetzt aufgeladen? Nee, machen wir noch. So. Das sollte erledigt sein. Dann müssen wir jetzt noch Tau sammeln. Irgendwo da hinten wieder. Das haben wir ja schon oft genug gemacht. Tja, da hat sich der Gute verwandelt. Ach so, ne, die geht gar nicht. Da müssen wir darüber. Ja, aber das mit der Nacht finde ich jetzt ein bisschen schade, dass wir das unbedingt nachts machen müssen. Ich weiß nicht, aus zu einer bestimmten Uhrzeit. Das müssten sie uns dann ja hoffentlich sagen, oder? Ach nee, hier ist gar nichts mehr. Ach ja. Da bin ich mal gespannt, ob sie aufwacht. Die Frage ist auch immer noch, ob sie uns helfen kann und möchte, nachdem Menschen ja ihren Partner umgebracht haben, weiß ich nicht, ob man da so begeistert wäre. Ist zwar schon lange her und wir waren es ja nicht, aber trotzdem. Ja, es gibt halt Entscheidungen, die sind für immer, ne? Die kann man nicht rückgängig machen und von daher sollte man sich sowas immer ganz genau überlegen. Und da wird's zurückverwandelt. So. Hallo. Ja, ist schon schick. Aber sieht halt so aus wie Raven. Und das finde ich ein bisschen schade. Och Mensch.
Ja, hätten sie den Blaster weggelassen und dafür einen Stern, dann wäre es schon wieder was ganz anderes, aber so weiß ich noch nicht. Hervorragend, das Fragment ist voll von Energie. Und du hast eine ganze Flasche gefüllt. Super, nimm die Flasche mit. Das machen wir. Aber ich denke mal, wir müssen dann in der nächsten Folge versuchen, die schlafende Witwe zu wecken. Mal schauen, ob uns das gelingt. Ich bin mal sehr gespannt und dann bin ich auch sehr gespannt, wie sie uns helfen möchte, Lisa aus Pandoria zu retten oder ob sie es überhaupt möchte, ob sie es kann und wie das alles funktionieren soll. Ja, na mal schauen. Also, bis dann. Tschüss.